Hallo und herzlich willkommen zu dieser Hive 2 Tutorial Serie. In dieser neunten Folge geht es um FX, also um die Effekte und ja, wie man die einfach einsetzt und wie du die benutzen kannst. Aber legen wir doch einfach mal los. So, hier haben wir den Hive Feeder und ich mache den mal wieder wesentlich größer, dass wir einen wunderbaren Blick hier auf die Effekte haben. Und standardmäßig habe ich wieder eingestellt eine Sägezahl mit ein bisschen nicht ganz so heftig, damit die Ohren auch gesund bleiben. Und in dem Hexagon ist hier der Bereich FX, den man ein- und ausschalten kann. Und damit geht es auch schon los, nämlich hier in der Mitte sind die Effekte aufgeführt. Die kann man einschalten, indem dass man draufklickt und dann gehen die Lichter an der entsprechenden Stelle an. Wenn man das hier so macht, meistens ist es nebendran. Beim Delay ist es unten drunter. So, standardmäßig sind die so angeordnet, wie sie angeordnet sind. Man kann die aber auch umsortieren, indem dass man die jetzt einfach nimmt und einfach irgendwo anders hinzieht und dann sind die in der gesamten Audiokette an einer anderen Stelle. Das heißt, diese Effekte kommen zuerst dran, bevor zum Beispiel hier das Distortion dran ist. Gehen wir da aber jetzt doch einfach mal der Reihe so ein bisschen durch. So, hier haben wir das Distortion an der Stelle und der Amount sagt ja immer, wie viel Distortion da reinkommen soll. Dann der Ton ist immer noch so ein bisschen die meistens mehr so ein bisschen vergleichbar wie so einen Filter, der auf und zu macht. Wobei bei Distortion ist das eher so, dass jetzt, naja gut, schon so ein bisschen ein Filter. Meistens gibt, ist es so ein Slew, das heißt, dass der die Distortion-Einheit da eher langsamer reagiert und da eher weniger Obertöne oder hohe Töne oder hohe Frequenzen erzeugt. Und das Distortion an sich, hier ist der Mixschalter, wo ich quasi Distortion zum Originalton mit dazu schalten kann. Und das Distortion hat hier noch standardmäßig ist hier auf Soft Clip eingestellt. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich hier noch Hard Clip einstellen, Fold Back und Corrode. Und das einfach mal so vielleicht im Mix, das wäre vielleicht nicht schlecht, damit man da auch was hört. Machen mal den Ton hier so und den Amount jetzt ungefähr so. Der Corrode ist an der Stelle eher ein Bitcrusher. Schöne Sachen machen, der quietscht dann so fröhlich vor sich hin. Das ist das Distortion. Dann gibt es das Chorus Device und Chorus Device ist nochmal unterteilt hier in ein Classic, ein Traumatic und ein Ensemble Chorus. Und ja, hören wir einfach mal durch. Wedge Schalter ist hier Original und Effektsignal, dann wie stark das Chorus angewendet wird, beziehungsweise der LFO, wie stark der schwingt und dann die Rate, wie schnell der LFO schwingt. Also eines ist die Amplitude, das andere ist die Frequenz. Das hier wäre die Amplitude, das hier wäre die Frequenz. Ich mache das mal hier so auf diesen hier, dass da kaum was ist, damit man das auch gut hört. Also vielleicht eher die Tiefe erstmal einstellen, bevor ich die rate.
Und das Chorus ist ja immer so ein, oder was heißt es immer? Ein Chorus ist ja eigentlich ein Effekt, der das Original quasi in zwei Teile aufteilt und der eine Teil ist dann so ein bisschen zeitlich verzögert und in der Tonhöhe etwas verändert, sodass sich der Effekt ergibt wie in einem Chor, wo Leute nicht immer gleichzeitig und auch nicht immer in der gleichen Tonhöhe singen, obwohl sie eigentlich den gleichen Ton treffen sollten. Aber wer kein ausgebildeter Sänger ist oder Sängerin ist, der weiß, dass das unter Umständen extrem schwer ist. Und das ist der Chorus-Effekt, und der wurde halt oft oder wird halt oft benutzt, um ein bisschen fülligeres Signal zu bekommen. Einfach wie wenn man alleine singt, singt man halt alleine, und wenn ein ganzer Chor singt, dann klingt das gleich mal wesentlich voller. Und der Chorus-Effekt, wenn man hier draufklickt, hat hier nochmal drei Unterschiede, nämlich Classic, Dramatic und Ensemble, und die suche ich jetzt gerade mal hier mit der Rate, und ich mache jetzt einfach mal diesen hier und dann schalte ich jetzt einfach mal um zwischen den verschiedenen Versionen. Sind einfach ein paar andere Modulationen mit dabei. So, dann gibt es das Reverb, und das Reverb kennen wir ja alle oder die meisten. Eines der schönsten Effekte. Und standardmäßig ist der Reverb ja lustigerweise immer auf 0. Oh, da kommt was Schönes rein. So, oder ich habe vorhin schon damit rumgespielt. Das kann auch sein, dass der... Das sieht nämlich ganz danach aus, dass ich da rumgespielt habe. Das heißt, standardmäßig ist der nicht auf 0. Ich mache jetzt mal auf Init. Standardmäßig ist der so eingestellt. Das heißt, man hört ein bisschen Reverb. Zum Vergleich. So, und fangen wir einfach mal hier an. Der Mix-Schalter ist einfach Dry-Wet-Signal, also sprich Originalsignal und Effektsignal, und das sind die 50%. Das heißt, beide Signale sind ungefähr gleich stark da. Und wenn ich den komplett auf 100 drehe. Auch schön. So, und dann gibt es hier das Pre-Delay. Das heißt, zwischen dem Original und dem Effektsignal wird einfach nochmal eine Verzögerung eingebaut, ein Delay eingebaut. Dann die Raumgröße, die Size. Ich sollte nicht reden während dem Spielen. So, dann wird einfach die Raumgröße vergrößert. Decay ist wie bei der normalen Hüllkurve, ich würde es hier fast so ein bisschen wie so ein bisschen eine Ausklingoption machen. Das heißt, vom Maximalen des Effektsignals kann ich einfach das Decay verlängern oder eben auch verkürzen. Wenn ich das jetzt hier mal so lasse. So, vielleicht den Raum ein bisschen. So. Und wenn ich das so mache, klingt das einfach länger aus. Und ich kann es natürlich auch. Kannst natürlich auch komplett hochdrehen, dann bleibt das, glaube ich. Sollen wir mal austesten, wie lange ich das Tutorial machen kann? Nee. Auf jeden Fall ist das ein sehr langes Reverb. So, machen wir das hier mal wieder aus. Ein bisschen lang darf es sein. Und dann gibt es hier das Damping, das Dämpfen des Reverbs. Mache ich das jetzt hier komplett aus, dann hört man das so ein bisschen an den höheren Frequenzen. Mache ich das komplett zu, dann geht das relativ schnell dicht zu. Wie so ein Filter, der dicht macht. Nochmal ein Vergleich mit den hohen Frequenzen und macht so.
Das heißt, mit den beiden Parametern kann ich, oder mit den drei, Size, Decay und Damp, kann ich eine ganze Menge machen. Und hier bei dem Tone, das ist so ein bisschen ähnlich wie der Damp, nur der Damp dämpft ja das ganze Signal noch und der Tone ist quasi wie ein EQ, der da dran hängt, der entweder hohe oder tiefe Frequenzen rausnimmt. Mach mal Damp hier komplett weg und geh mal mit dem Tone hier runter. Okay, das war ein bisschen viel. Okay, noch ein bisschen. Das heißt, ich habe jetzt einfach hier unten die tiefen Frequenzen. Oder ich kann es in die andere Richtung drehen. Und wie so ein High-Pass-Filter. Hier so ein Low-Pass-Filter und hier ein High-Pass-Filter. So, und dann gibt es natürlich noch die Stereobreite, die ich einstellen kann. Alles mal wieder so ein bisschen. So. Das wäre jetzt so ein Mono-Reverb. Und hier gehe ich einfach in die Breite. So, und dann gibt es den Phaser, beziehungsweise den Flanged Phaser. Und die Phaser, beziehungsweise, ne, ich müsste es anders irgendwie machen. Hier ist ja ein Flanged Phaser und ein Flanger ist eigentlich sowas ähnliches wie ein Chorus. Eigentlich ist es ein Chorus, nur ein kürzerer Chorus. Also diese Verzögerungen, die beim Chorus da sind, sind beim Flanger kürzer. Aber das ist ein Flanged Phaser, das ist jetzt nicht unbedingt ein Flanger. Und beim Flanger ist das so, dass diese Verzögerungszeiten zwischen 1 und 5 Millisekunden sind. Während beim Chorus sind die zwischen 5 und 30 Millisekunden. Das ist eigentlich der größte Unterschied zwischen dem Chorus und dem Flanger. Es gibt noch das eine oder andere, aber eigentlich ist das der Unterschied. Der Unterschied zwischen Chorus, Flanger und Phaser ist dann wieder so rum, dass der Phaser das Signal nicht über eine Delay-Zeit moduliert, sondern über einen All-Pass-Filter, den er hoch und runter schiebt. Und deshalb klingt der Phaser auch so ein bisschen anders, wie so ein Comp-Filter, also ein Kampffilter. Und ja, gehen wir da einfach mal so ein bisschen drüber. Wet-Dry-Schalter, ich lasse den mal voll auf Wet, damit wir das volle Signal haben. Das ist jetzt einfach nur die Frequenz, wie schnell diese All-Pass-Filter hin und her geschoben werden. Dann gibt es hier noch den Feedback-Schalter, wo ich das Signal einfach nochmal zu sich selber schieben kann, was den Effekt nochmal verstärkt. So, den mal so auf Hälfte zurück. Dann gibt es hier das Stereo. Dann machen wir es nicht ganz, das ist immer so ein bisschen. Und dann kann ich das Ganze noch in der Phase verschieben. Das heißt, ich kann es während dem Modulieren, kann ich die Phase, die sich da verschiebt, einfach nochmal quasi gegen verschieben, entweder schneller oder einfach anhalten oder langsamer machen in diesem Bereich, den ich hier halt zur Verfügung habe. So, und dann gibt es eben noch den Zusatz mit dem Flanged. Das heißt, da wird dann auch nochmal die Zeit mit reingenommen, eben diese 1 bis 5 Millisekunden.
Machen wir das hier einfach mal. Das ist eben dieser zusätzliche Flanged oder diese zusätzliche Flange-Option von dem Phaser. So, und dann gibt es den EQ, und bei dem EQ gibt es hier im Prinzip zwei Zeilen, und in der ersten Zeile stellt man die Frequenz hier ein, also um welche Frequenz es sich hier handelt, bei also drei Band-Equalizer, Bässe, Mitten und Höhen. Und die Zeile darunter ist dann eben die Verstärkung oder die Absenkung der Frequenz. Wenn ich jetzt hier mal das nehme, verstärke ich jetzt einfach die Bässe an der Stelle oder kann einfach sagen, ich nehme jetzt irgendwie in der Frequenz höher, weil das sind jetzt meine Bässe. Oder nehme die hier raus. Und dasselbe geht dann weiter bei den Mitten. Oder bei den Höhen. Das Ganze kann man sich dann auch nochmal in einem Spektrum-Analyzer anzeigen. Das machen wir das hier mal schön klein. Und nehmen hier zum Beispiel mal ein Spektrum mit rein. So. Den machen wir auch white, damit wir was sehen. Lasse ich jetzt hier mal so klein. Und jetzt, wenn ich hier an dem Bass was drehe, oder bei den Mitten, kann man schön sehen, wie das Ganze sich dann hier verändert. So, gehen wir wieder in die Totale hier. Dann gibt es den Kompressor, und zum Kompressor, ja, kann man viel sagen. Der Sound, den ich jetzt habe, der ist jetzt nicht so sonderlich geeignet jetzt an alleine. Der Kompressor macht ja nichts anderes, als dass er die Dynamik, normal, also in diesem Fall die Dynamik verringert. Das heißt, von lauten und leisen Tönen wird einfach der Abstand geringer, sodass, wenn ich einen Sound oder einen Preset habe, was wirklich eine große Spannweite, also von sehr, sehr leise bis sehr, sehr laut hat, dann in einem Arrangement, in einem Song möchte ich das spielen, aber habe einfach das Problem, dass die leisen Sounds teilweise überhaupt nicht mehr gehört werden. Die gehen halt komplett unter, während die Lauten halt zu hören sind. Und ich dann das Problem habe, wenn ich das lauter mache, dann sind die Lauten zu laut, aber ich höre wieder die Leisen wieder. Ich kann natürlich dann in den Track einen Kompressor nochmal reinknallen, habe aber in dem Hive direkt nochmal einen Kompressor drin. Und man hört es vielleicht so ein bisschen schön mit dem Reverb. Da habe ich jetzt natürlich... Machen wir den Ton hier. So, schön. Und jetzt habe ich hier den Kompressor, und mit dem Amount sage ich einfach, wie stark das komprimiert werden soll. So, und dann wird jetzt mein Original-Sound, den ich habe, und der Reverb-Sound so ein bisschen angeglichen in der Dynamik. Das heißt, am Anfang ist, wenn ich das ohne den Kompressor mache, habe ich einen relativ lauten Original-Sound und einen relativ leisen Reverb. Und wenn ich den Amount hochdrehe, gleichen die sich an. Es wird alles insgesamt so ein bisschen lauter, weil natürlich die Gesamtdynamik von meiner Sägezahn, die ich da habe, auch nochmal angehoben wird. Wird einfach alles lauter gemacht. Aber im Verhältnis wird Reverb und Sound nähern sich an von der Lautstärke. Und wenn mir das alles noch nicht reicht, kann ich das Ganze nochmal lauter machen oder ich kann es leiser machen, weil es dann zu laut geworden ist, aber ich möchte das Ding halt einfach zu Tode komprimieren. Na, man hört den Originalsound und dann schwillt sofort der Reverb an. Das heißt, wir haben hier so ein automatisches Markup-Gain, also eine automatische Lautstärkenanhöhung. Und hier habe ich natürlich Attack und Release.
wo ich dann einfach nochmal so die, die Reaktion des Kompressors anpassen kann. Das heißt, wenn ich Transienten behalten will, weil das Preset halt transientenreich ist, sollte ich vielleicht den Attack nicht hier einstellen, sondern eher auf langsam stellen. Und bei dem Release muss ich dann einfach schauen, dass das eben auch passt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen schnellen Attack und langsamen Release mache, dann kommt zum Beispiel das Reverb gar nicht so hoch. Wenn ich das jetzt hier alles ganz kurz einstelle, hört man schön, wie der Kompressor oder sieht und hört man schön, wie der Kompressor arbeitet. Das ist hier duckt er das Ganze und wenig später kommt dann das Reverb hinten auch, der Reverb Tail. Er fadet wie so rein. Und je länger das ist, desto länger braucht er, um da rein zu faden. Aber da der Reverb eher insgesamt auch leiser wird, kann er das natürlich nicht mehr komplett lauter machen, sondern nur noch in dem Verhältnis, wie laut der Reverb eben einfach ist. Mache ich das aber hier komplett, kommt der Reverb in voller Lautstärke und fadet dann langsam aus. So. Also hier an der Stelle kann man einfach, wenn so ein Preset zu leise ist und zu leise, zu laut in einem Song, kann man das über den Kompressor hier machen. Muss man halt einfach nur aufpassen, dass man nicht die Eigenschaft des Presets oder des eigenen Sounds, den man geschaffen hat, an der Stelle zerstört. Aber manchmal sind ja auch solche Dynamikunterschiede ja genau das, was so ein Preset ausmacht. Da muss man sich das einfach in dem Arrangement so ein bisschen anders vorstellen. Vielleicht mehr Platz schaffen, damit das Preset auch gehört werden kann. So, und dann kommt das Delay, ein klassisches Delay. Und zwar ist das standardmäßig auf Ping-Pong vielleicht, doch ist es. Und ich habe hier ein Stereo, einen Ping-Pong und einen Pong-Ping. Das heißt, Ping-Pong geht immer links-rechts und ein Pong-Ping geht auch links-rechts. kommt jetzt daher, weil, Moment. So, eigentlich ist es, ich kann's so nicht auswählen, so kann ich nicht arbeiten. So, eigentlich steuere ich das ja dann durch die Einstellung hier an der Stelle. Deshalb wundert mich das gerade, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal genau getestet. Normalerweise fängt, glaube ich, Ping-Pong von links an und geht dann rechts und Pong-Ping eigentlich von rechts und geht nach links. Dadurch, dass wir aber auf der rechten Seite eine Viertelnote Verzögerung haben und auf der linken Seite quasi 3/16 oder eine punktierte Achtel, hört man den Unterschied nur ganz leicht. Aber hört mal genau hin. Ich mache vielleicht den Kompressor hier danach. Bisschen mehr Feedback. Und trotz, dass die Einstellung gleich ist, ist eben die Reihenfolge dann doch nochmal wieder eine andere, auf welcher Seite das losgeht. Und dann Delayed und natürlich dann eben ganz normales Stereo-Delay. Und hier habe ich natürlich auch dann die Filter, wie bei jedem normalen Delay eben auch, einen Low-Pass-Filter. Einfach mal ordentlich. Und auch einen High-Pass. So, damit die Delays auch... Wenn ich das aufmachen will. Dann gibt es die Stereobreite, die Width. Kann ich quasi auch einen Ping-Pong-Stereo in Mono. Da geht es hauptsächlich um die Rhythmik.
Und dann habe ich natürlich das Feedback. Und bei dem Feedback kann ich halt, wenn ich gar kein Feedback habe, habe ich nur quasi ein Delay, was das Delay ja ist. Und mit dem Feedback füttere ich dann halt auch wieder das Delay mit dem eigenen Signal. Und dann gibt es natürlich noch den Diffuse. Der ist eigentlich eher bei Reverbs normalerweise da, der einfach so ein bisschen das Signal ja so ein bisschen verschwimmen lässt. Der verwischt das so ein bisschen. Und dann gibt es natürlich den Mix. Mit dem kann ich dann zwischen Original- und Effektsignal hin und her schalten. Und da unten gibt es natürlich dann noch die FX-Preset-Leiste. Wenn ich da draufklicke, kann ich natürlich die ganzen Werte wieder kopieren. Ich kann das, was ich da eingestellt habe, abspeichern. Ich kann mir die Speicherstände oder Speicherdateien anzeigen lassen. Ich kann das hier initialisieren, wieder alles auf Null stellen. Oder ich kann hier aus einer Reihe von Presets auswählen, die ich entweder einfach die Werkspresets oder die ich hier selber eingestellt habe. Lustigerweise funktioniert hier das Mausrad nicht, das fällt mir auch gerade eben erst auf. Wäre ja auch nochmal was gewesen. So, das war an der Stelle, dass die FX-Sektion, also die Effekt-Sektion von dem Hive 2. Wie gesagt, kann man hier diese ganzen Effekte nochmal in der Reihenfolge komplett vertauschen, wenn man einfach sagt, nee, also Chorus will ich ganz zum Schluss auf dem gesamten Signal haben. Ich will nicht alles komprimiert haben, sondern nur den EQ komprimiert, warum auch immer. Und kann sich so dann quasi seine Effekte damit einstellen. Eine Sache sei vielleicht noch dazu gesagt, bei den Effekten ist natürlich auch immer wichtig, die Einstellung des Hive, also die generelle Einstellung, Soundeinstellung des Hives zu beachten. Weil das auch nochmal eine Auswirkung auf die Effekte hat, beziehungsweise auf den Gesamtsound. So, und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich euch noch um Folgendes bitten. Teilt die Videos, liked, subscribed und am allerliebsten kommentiert unter den Videos, wenn ihr vielleicht schöne Sachen über die Effekt-Sektion von Hive kennt und wisst oder irgendwelche Quellen, wo man auch tolle Tipps und Tricks irgendwo herkriegt, nennt die mir, schreibt einen Hallo. Ja, wie gesagt, ich freue mich immer sehr, wenn ich irgendwelche Kommentare kriege. Und dann hoffe ich sehe euch in den nächsten Videos oder in den vorherigen Videos wieder. Bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao.